Und damit willkommen zurück zu Super Mario 64 DS. Ein Stern in der Kiste. Ist ein Stern, den wir nicht machen können. Lol, wir sind hier vorerst fertig. Ja, geil. Das bedeutet, es kommt schon eine neue Welt auf uns zu. Und tatsächlich ist diese Welt hier. Wir brauchen die Kraft der Sterne. Mit 65 kommen wir ja definitiv weit. Und wir können da vorne hin. Wir können bald Bowser Einheit gebieten. Jetzt kommt erstmal Bowsers Unterwasserboot. Und da ist diese Musik. Dieser Kurs ist auch der Grund, warum das Lied Dire Dire Dogs heißt. Weil dieser Kurs im Englischen eben genau Dire Dire Dogs heißt. In diesem Kurs habe ich übrigens schlechte Erinnerungen. Denn dieser Kurs war der Grund, warum ich damals bei mir im Hauptspiel es nicht geschafft habe, die 100% zu kriegen. Mir fehlte hier zum Verrecken ein Stern und ich weiß nicht, warum. Der wollte bei mir einfach nie auftauchen und ja, I don't know. Hier ist das mit den roten Münzen übrigens auch so leicht, dass ich das natürlich mit den 100 Münzen verbinde, ist ja ganz klar. Aber ja, das sollte hier recht einfach sein. Ja, aber an die Kugelwilli-Kanone kann ich mich bei weitem nicht erinnern. Ey. Egal. Wir haben den ersten Stern. Das ist wichtiger. Star Number One! Und jetzt verschiebt sich das nach hinten. Und ihr habt doch genauso viel Bock drauf wie ich. Komm, wir treten jetzt Bowser in den Arsch. Bam! Ja. Und ich darf euch, kann euch sagen, dieser Kurs ist der Grund, warum ich meine eigentliche Aufnahme dieses Let's Plays abgebrochen habe. Ich habe es zum Verrecken nicht geschafft, hier. Ich schaff's wieder nicht. Ich habe es hier nicht geschafft, die 8 roten Münzen einzusammeln und die 2 Sterne. Ich hoffe, ich krieg das jetzt hin. Aber es geht schon wieder gut los. Eigentlich nicht. Deswegen mal sehen. Boah, Mann, was soll das? Warum krieg ich das nicht hin? Ich fürchte, es gibt in diesem Part einiges an Rage. Ah! Mensch. Oh, dann scheiße ich auf dieses Leben. Leben des Todes. Ja. Ich weiß, da oben ist definitiv die erste Münze. Ich gehe kein Risiko. Ich fürchte mich vor diesem Level, deswegen mache ich es jetzt, damit ich es hinter mir habe. Ich fürchte mich hier mehr als vor dem allerletzten Bowser-Level. Das allerletzte Bowser-Level ist zwar ebenfalls nicht einfach,
Und die Kamera ist auch absolut geil, ja. Versteht ihr, was ich meine? Die Kamera ist hart scheiße. Wenigstens habe ich diese Münze. Und wenn ich die roten Münzen habe. Boah, ey. Jetzt geht's ja hier noch hoch. Das war ja noch nicht alles. By the way, das Stück hier war auch Grund, warum ich es nicht geschafft habe. Und ich schaff's wieder nicht! Nein! Was ist das für ein Scheiß? Boah! Ja, fick dich doch! Lebe noch. Guck auch die ganze Zeit auf den falschen Screen. Das wird der wahrscheinlich unproduktivste Part von allen werden. Aber ist mir jetzt gerade egal. Mein Game Over gehe ich hier immerhin nicht. Stirb, du Penner! Stirb! Verreck! Du Sadist, du! Ja, irgendwie nenne ich alles Sadist. So meine neue Beleidigung für alles und jeden. Ich möchte mal was versuchen. Okay, das ging ja jetzt relativ schnell bis hier. Der Junge gehört verreckt.
Ist ja schön. Nein. Okay. Müssen wir hier mal warten. Ist es Zufall, dass ich genau 31 Münzen habe? Okay. Das war's mit dem Zufall. Seh nix. Ja, hier bin ich sicher, hier bin ich sicher, hier bin ich sicher vor dem Sparky. Ich kann mich daran erinnern, dass ich keine... So viele Münzen hatte ich nicht. Alter, diese Kamera, ich muss die mal eben unten... Danke, danke, dass ich den ersten Stern habe. Hat ja auch nur 12 Minuten gedauert. Mit ein wenig Rage. Jetzt fehlt ja noch er hier. Aber auch den Stern haben wir... Also wir können jetzt tatsächlich Bowser in den Arsch treten. Gut, die Sterne haben wir. Die kann uns... Gott sei Dank, keiner mehr nehmen. Und jetzt, Bowser. Jetzt geht's dir an den Kragen. Du musst mir schon wieder auf den Keks gehen. Kannst nicht anders, wa? Siehst du nicht, dass ich zusammen mit meinen Untergebenen fröhlich Unfug treibe? Und nun rückt die Sterne wieder raus. Ich habe sie zuerst gestohlen und meine dienstbaren Geister in den Händen gebrauchen sie mehr. Ach, du Kacke. Was hast du denn drauf? Du hast ja jetzt viel mehr drauf als beim ersten Mal. Ja, aber du hast nichts drauf. Ja, da hast du recht. Genug Leben habe ich ja. Dann machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ich weiß, produktiv war der Part heute nicht. Aber dieses Level ist einfach... Ich hasse es. Junge. Seit wann kannst du dich wann kannst du dich teleportieren, Mann? Was ist los, Bro?
Down! Da ist er down, da ist er down! Ich kann doch nicht wirklich verloren haben. Die Macht der Sterne war nicht mit mir. Dieses Mal. Betrachte dies als ein Unentschieden. Was für Unentschieden? Beim nächsten Mal musst du besser drauf sein. Nun, du willst bestimmt zu deinem kostbaren Prinzesschen. Geh hinauf auf den Turm, ich warte. Aua. Yay. Ja, damit hätten wir theoretisch Zugang zum dritten und letzten Bereich, aber ja, da habe ich noch keinen Bock drauf. Das war ein Kraftakt. Aber jetzt können wir hier zu bilden Wasserwerft. Nochmal. Und wenn ich das richtig habe, müssen wir jetzt 5-mal hintereinander in so einen Ring tauchen. Dadurch bekommen wir einen Stern. Oh, das war der falsche Stern. Null. War das der Stern, den wir holen sollten, oder war das der falsche? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wenn ich ehrlich bin. Mantus Rachus Belohnung. Nee, ich glaube, das war nicht der, den wir holen sollten. Nee, bei weitem nicht. Aber gut, dann haben wir den schon mal. Sagen wir, was mit den Truhen da kann das? Kann ich euch aber nicht verraten. Inwieweit das, was die richtige Reihenfolge ist. Außer, dass das hier schon mal nicht die richtige ist. Die auch nicht. Billige Musik auf jeden Fall. Das ist die 1. Dann müsste hier die 2 sein. Theoretisch. Gibt es hier irgendwo noch eine 3? Ansonsten weiß ich wo. Ne, das war sie. Okay. Gibt hier echt nur 3 Truhen? Ja, easy. Kann nicht alles gewesen sein. Also war der Stern, den wir holen sollten. Naja, dann holen wir uns den 70. Stern. Ich glaube, einen Stern machen wir für diesen Part noch. Einen dürfte ich noch wissen, den wir machen können. Schätze der Strömung, ja. Jetzt kriege ich aber erstmal wahrscheinlich wieder einen Text. Ich weiß, dass wir mit 70 Sternen zum Endboss könnten. Schweiß und rote Münzen. Nein, auf den habe ich jetzt keinen Bock. Also einen weiß ich noch. Ne, 2 weiß ich noch. Ja, 2 Sterne weiß ich noch. Von den 3. Ja, ich weiß eigentlich alle 3, die wir hier noch machen. 3 haben wir, ne? 3 haben wir. Die ersten beiden. Der letzte fehlt noch. 4. Ja, 3 weiß ich jetzt so auf Anhieb. Plus den Dingstern, ja. Keine Ahnung. Also... Ohne Wario kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht weit. Das kann ich schon mal verraten. Wenn wir Wario haben, dann können wir auf jeden Fall alle Welten endlich komplettieren. Ich hole auf jeden Fall mal für diesen Stern hier. Das ist der einzige, den ich jetzt noch weiß. Dafür hole ich jetzt mal ganz schnell die Verwandlung. Da-da-da-da.
Komm, schwimm schneller. Das ist übrigens auch der letzte Stern für diesen Part. Gut, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit in diesem nicht ganz so erfolgreichen Part wie dem letzten. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen dann übrigens in den nächsten Bereich. Und ciao. Ah ja, kommt in meinen Discord-Server. Lasst einen Daumen da. Lasst gerne ein Abo da. Abonnieren, favorisieren, Daumen nach oben. Ja, blablabla. Ihr kennt den Gezeder. Bis zum nächsten Mal und ciao.